diesem Video zeige ich dir, wie man mit Moll und Dur im wahrsten Sinne des Wortes spielen kann. Ganz konkret geht es um die Umkehrungen von Moll- und Dur-Dreiklängen. Ein Dreiklang besteht aus drei Tönen, im Grundton, der Terz und der Quinte. Wie ich jetzt diese Töne aber verteile auf meinem Instrument, das ist mir ganz freigestellt. Man spricht von enger Lage, wenn die Töne ganz eng beieinander sind, und von weiter Lage, wenn die Töne weit auseinander liegen. Und es hängt auch immer vom Instrument, an welchem man spielt. Machen wir es mal an einem Beispiel. Schauen wir uns mal E-Dur auf der Gitarre an. Ich spiele mal E-Dur. Uiuiui, die ist verstimmt. Das klingt schon mehr nach E-Dur. Und wenn ich mir diesen Akkord anschaue, stelle ich fest, ich habe den Grundton, das tiefe E, gleich dreimal. Das H auch zweimal. Das Gis, die Terz des Akkordes, habe ich allerdings nur einmal. Das ist auch so eine Regel, dass gerne die Terz nur einmal gespielt wird. Bei der Ukulele, machen wir es an einem Beispiel von der Ukulele, nämlich F-Dur. Und wenn ich mir diesen Akkord anschaue, ist es auch, sind die Töne von F-Dur, F-A-C, allerdings der tiefste Ton, ist das C, was er klingt. Also ein bisschen eine andere Schichtung. Ich kann es auch in einer ganz anderen Lage spielen und trotzdem bleibt es F-Dur. Auch das ist F-Dur, oder? Oder so auch. Jetzt klingt es ein bisschen schräg, aber trotzdem sind es die Töne F, A, C, anders auf die Ukulele verteilt. Und wenn die drei Töne, Grund und Terz, Quint, enthalten sind, ist es und bleibt es der gleiche Akkord. Und ihr könnt euch vorstellen, dass am Klavier natürlich noch viel mehr Möglichkeiten bestehen. Ich habe zum einen 10 Finger und dann habe ich noch 88 Tasten am Klavier. Und da kann ich jetzt von mir aus den Akkord mit 10 Tönen spielen. E-Dur. Vielleicht ein bisschen umständlich, weil so große Hände habe ich dann doch nicht. Also spielen wir es mal einfach wieder nur mit drei Tönen. Also E, Gis, A. Ja, babam, Grundton, Terz, Quinte. Aber ich kann natürlich auch Terz, Quinte, Grundton, aber eine Oktave höher. Oder? Spielen alles gültiges E-Dur. Und was sehr beliebt ist bei Pianisten, ist, dass ich zum Beispiel mit der rechten Hand E-Dur spielen und der Grundton wird verdoppelt. Ja, da habe ich einen Basston und eben in der rechten Hand die Akkorde. Ich kann den Basston aber ganz genauso eben auch die Terz spielen. Und es gibt in der Satztechnik so irgendwie die Regel, auch aus alten Traditionen, dass man die Terz nicht verdoppelt. Das wäre dann nur sozusagen mit der Terz im Bass. Oder ich spiele das H, also die Quinte des Akkordes im Bass. Und das sind feine Unterschiede, aber durchaus eröffnen sie neue Möglichkeiten. Ganz nebenbei haben wir jetzt die verschiedenen Umkehrungen von Dreiklängen kennengelernt. Zusammenfassung. Er klingt als tiefster Ton. Der Grund und des Akkordes spricht man von der Grundstelle. Er klingt als tiefster Ton, die Terz des Akkordes, spricht man von der ersten Umkehrung. Und wenn als tiefster Ton die Quinte erklingt, spricht man von der zweiten Umkehrung. Wenden wir das konkret nochmal auf E-Dur an. Habe ich E-Dur, diese drei Töne. Der tiefste Ton, der jetzt gerade erklingt, ist das E. Deswegen ist es die Grundstellung. Wähle ich diese Reihenfolge, Gis, H, E2, habe ich als tiefsten klingenden Ton das Gis, die Terz, also erste Umkehrung. Und noch eins weiter nach oben, katapultiert H, E, Gis, habe ich zweite Umkehrung, weil der tiefste Ton, der jetzt klingt, ist das H. Und der Witz ist, wenn ich als Basston jetzt ein E wähle, ist es egal, was ich mit der rechten Hand mache. Es ist immer die Grundstellung, weil der tiefste Ton, der klingt, ist ja in dem Fall mein Basston, den ich mit der linken Hand spiele. Als Akkordschrift wird es dann oft angegeben, habe ich jetzt E-Dur und dann steht manchmal mit so einem Schrägstrich dahinter dann Gis. Das bedeutet, Achtung bitte, Musiker, spiele als tiefsten Basston dann ein Gis. Das spricht die erste Umkehrung. Wenden wir es noch auf Moll an, ist genau das gleiche. Nehmen wir mal D-Moll in enger Position. Ich habe D-Moll, im Bass spiele ich D, Grundstellung, D, F, A. Wenn ich die erste Umkehrung spiele, muss ich im Bass das F spielen. Wenn ich die zweite Umkehrung spielen muss, als tiefster Ton die Quinte klingen, auch bei Moll. Das heißt, wäre in dem Fall bei D-Moll das A, habe ich diesen Akkord.
Das ist das Rätsel von Umkehrungen.